So, ich habe hier etwas wieder gehört, nämlich die erste Folge von Sex in Serie. Und was soll man sagen? Es ist eine Mischung aus Krimi und Erotik-Hörspiel. Aber jetzt nicht etwas, was irgendwie einfach so daherkommt und so, semi-professionell daherkommt. Es ist schon etwas, was, ja, ein... Manche sind auch der Meinung, dass es Mord in Serie in sexueller Hinsicht ist. Und im Prinzip hätte man diese Sexserien, so hieß es, auch in Mord in Serie verpacken können. Ja, ich würde sagen, es ist schon noch ein bisschen was anderes. Ich habe allerdings nur erst eine Folge gehört. Es gibt insgesamt drei. Mal gucken. Also, erstmal. Es ist eine Hörspielserie von Contendo Media, also die gleichen, die auch Mord in Serie produzieren und Team Undercover. Team Undercover. Team Undercover werde ich auch noch auseinandernehmen, irgendwann mal. Wen haben wir hier? Wir haben hier die Tina von Bibi und Tina, nämlich Uschi Hugo. Und wir haben Uwe Teschner als Erzähler. Der passt da eigentlich relativ gut hin. So als bekannte Sprecher. Christoph Piasecki selbst spricht offenbar nicht mit, zumindest nicht in der ersten Folge. Und ist aber an sich spannend gemacht, das Ding. Also man kann eigentlich, also ich bin da nicht abgeschwiffen irgendwo hin. Gerade immer, wenn irgendwas passiert war, wollte ich unbedingt wissen, was da passiert. Und also an sich ist es wirklich eine gelungene Sache, würde ich sagen. Ob man das jetzt anders hätte verpacken können und in Mord in Serie verpacken können, gut. Ich glaube, Mord in Serie ist so ein bisschen, ich sag mal, leichter als Sex in Serie. Weil Sex in Serie soll ein spannendes Thriller sein und Mord in Serie ist, ich glaube, ein bisschen leichter angelegt als Sex in Serie. Das sind ja doch schon ziemlich harte Dinger hier. Mal gucken. Es kommt ja jetzt noch der Insel-Krimi. Die Folge 1 ist ja schon raus. Mal sehen, wann ich die mal unter die Finger oder unter die Ohren kriege. Und, also die erste Folge von Sex in Serie. Warte mal, wie heißt das? Spiel der Begierde oder so ähnlich? Spiel der Begierde, genau. Das ist eigentlich relativ gut gemacht. Doch, ja. Also das ist eigentlich so, wie man Contendo Media auch kannte von Mord in Serie. Nicht zu viele Effekte, aber dennoch gute Effekte, gutes Stereofeld. Ich arbeite hier mit Audacious und da habe ich bisschen gespreizteres Stereo und das ist eigentlich, also ich habe den Effekt da halt drin, extra Stereo und das ist, klingt dann eigentlich relativ gut. Na dann, hört man sich bald wieder. Tschüss, sagt das Werwölfchen.